Ja, hallo liebe Messerfreunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ja, in diesem Video heute möchte ich euch ganz kurz mal drei, ja, Messer vorstellen, die ich mir in der letzten Zeit auf Amazon gekauft habe, die ich ja mehr oder weniger entdeckt habe. Einerseits aufgrund, ja, durch Stöbern, aber auch aufgrund von Videos, die ich mir hier auf YouTube angesehen habe, aufgrund von Forenbeiträgen und so weiter. Ja, und das sind alles drei wirklich absolut taugliche Messer im wirklich absoluten Low-Budget-Bereich. Eins dieser Messer hat der Lars vor kurzem vorgestellt. Lars, ganz liebe Grüße an dich raus. Hatte dir ja geschrieben, dass da von mir auch noch was kommt. Ja, und diese drei Messer, die will ich euch heute mal kurz in die Kamera halten. Vielleicht ist ja das ein oder andere für euch dabei. Ja, sollten euch meine Videos gefallen, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Kommentar da. Da würde ich mich sehr darüber freuen und es unterstützt mich und meinen Kanal. So, ja, Amazon ist ja eine extrem große Plattform mit, ich weiß nicht, wie viel Milliarden Artikeln. Da will ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen. Aber die haben natürlich auch gerade im Bereich Outdoor und Messer und EDC unglaublich viele Artikel und ich gucke da halt öfter mal, ja, gerade so bei den günstigen Sachen, ob da mal was bei ist, was auch wirklich was taugt. Denn vieles tatsächlich, was ich dort so sehe und finde, ist, ja, sagen wir mal, mehr oder weniger Murks. Aber diese drei Sachen, die ich euch heute vorstelle, die sind wirklich top. Eins der Messer, beziehungsweise die Marke, eines der Messer, die ich euch zeige, ist auch inzwischen eine sehr renommierte Marke. Ja, kleines deutsches Unternehmen. Aber da kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Messer an. Das hatte ich euch in einem meiner vergangenen Videos schon mal kurz in die Kamera gehalten. Das ist ein Messer der Firma Drachenader. Sagte mir so überhaupt nichts und sagt mir bis heute auch relativ wenig. Ein chinesisches Unternehmen und ja, produzieren halt Taschenmesser und Outdoor-Stuff und halt auch Fixed, wie unter anderem dieses hier. Das hat keinen Namen, das heißt, zumindest auch auf Amazon heißt das Ding Drachenader-Gürtelmesser. Das Einzige, was wir hier gemarkt haben, ist der Stahl 14C28N und wie gesagt hier der Firmenname und ein kleines Logo ist ganz okay. Sticht natürlich raus, weil wir hier eine Black Stonewashed Klinge haben und die Schrift natürlich in einem silbrig-weißen Ton ist. Ja, ist okay. Was ich klar zu diesem Messer sagen muss. Und das wird auch noch zu dem zweiten Modell folgen, was ich euch hier gleich danach zeige. Da sind natürlich klare Designanleihen bei. In dem Fall hier zum SI Isula 3. Es ist kein Klon, weil doch noch ein paar Unterschiede da sind, gerade hier im Endstück des Griffs, auch in der Breite, auch in der generellen Länge. Also als Klon will ich es nicht bezeichnen und als Plagiat schon gar nicht, denn es steht hier weder Isi noch irgendwas anderes drauf. Hier steht Drachenader drauf, von daher ist es weder ein Plagiat noch ist es ein Klon, aber es ist eine klare Designanleihe. Aber wer damit leben kann, der kriegt hier ein absolut tolles Messer. Das muss ich wirklich sagen. Super Handlage, tolles, effektives Jimping, langes Jimping. Was auch wirklich Sinn macht, das beißt richtig. Also ihr habt hier wirklich eine richtig, 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 richtig gute Traktion drauf. Klinge ist wirklich für ein 5-5 Fixed wunderbar fein ausgeschliffen. Flachschliff. Und wie gesagt, mit dem 14C28N auch einen sehr tauglichen Stahl. Also wir haben hier um die 0,4 mm hinter der Faser. 3 mm oder ein bisschen drüber, 3,2, glaube ich, Klingenstärke. Richtig, richtig gute Werte. Schneidet extrem gut das Teil. Ich habe es in der Küche schon ausprobiert. Habe auch ein bisschen mal im Holz drin rumgeschnitzt, bisschen Pappe zerteilt. Richtig, richtig gut. Wir haben Micarta-Griffschalen. Die sind relativ natürlich belassen, also nicht stark poliert oder irgendwie zu sehr plastisch, sondern doch noch relativ organisch.
Full-Tank-Konstruktion. Ihr seht, das steht hier ein bisschen raus, beziehungsweise die Griffschalen sind nicht plan mit dem Erl. Stört mich nicht, finde ich sogar als Stilelement ganz interessant. Wir haben hier noch eine Möglichkeit, ein Lanyard durchzufriemeln. Das Ganze hier, eine verschraubte Konstruktion, könnt ihr also auch lösen, die Griffschalen, um das Ganze mal zu reinigen. 3,5 Fingermesser in meinem Fall, passt aber gut. Finger lässt sich hier hinten, der kleine hier hinten gut anlegen. An der Aussparung fürs Lanyard. Wirklich ein cooles Messer. Kydex-Scheide mit einer Art Tech-Lock. Ist ein bisschen überdimensioniert, weil es eben keine Taco-Bauweise ist, sondern Sandwich-Bauweise. Aber Leute, wir sprechen hier von einem Preis von um die 35 Euro. Und das ist echt ein absoluter Knaller. Wer damit leben kann, dass hier ein bisschen Designanleihen drin stecken, der kriegt hier ein absolut tolles, taugliches Messer, sowohl für den urbanen Alltag als auch als Backup fürs Bushcraften durchaus geeignet. Ein richtig, richtig cooles Messer. Und gerade in dem Preisbereich bei unter 40 Euro, 14C28N und Micarta, tolle Klingengeometrie und wirklich eine echt gute Verarbeitung. Das muss man wirklich sagen. Also hier kriegt ihr wirklich ein tolles Messer mit einer echt guten Performance und einem absolut tollen Preis. Ich lasse es mal so, ohne die Kydex liegen, die habt ihr ja gesehen. Ja, kommen wir zum zweiten Messer. Ja, das ist auch das Messer, was der Lars auf seinem Kanal vorgestellt hat. Die Firma sagte mir ebenfalls überhaupt nichts. SDOK EDC. Ja, Stock oder SDOK EDC oder Stock EDC, was auch immer. Keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Das ist auch alles, was es zu dem Messer gibt an Informationen. Es ist kein Modellname oder irgendwas anderes vorhanden. Das Ding heißt einfach nur so. Und ich glaube, in der Artikelbeschreibung ist dahinter nur noch der Stahl gemarkt. Den haben wir ja auch nochmal stehen. DC53, das ist ein, ähnlich dem D2-Stahl. In der Zusammensetzung sehr, sehr ähnlich. Also Werkzeugstahl. Hab das Ding jetzt auch schon etliche Wochen, hab das auch benutzt. Kam sehr scharf ab Werk. Und tatsächlich hält er bis jetzt echt gut die Kante. Also ich bin erstaunt. Gehärtet auf 58 bis 60 Grad Rockwell laut Angabe. Und der macht echt einen guten Job, der Stahl. Also kann ich absolut nicht meckern. Ich habe es jetzt zwischendurch mal ein paar Mal über den Lederriemen gezogen oder über die Lederbank besser gesagt. Aber wirklich echt, echt gut. Also der steht, ich sag mal, den renommierten D2s von, ich sag mal, Tuya zum Beispiel oder von Sanren Mu oder auch von Real Steel in nichts nach. Echt ein guter Stahl, kann ich nicht meckern. Auch hier haben wir Micarta-Griffschalen. Hier in so einer schwarz-graues Micarta. Auch hier eine verschraubte Konstruktion. Auch hier eine Full-Tank-Konstruktion. Ja, und natürlich auch hier haben wir klare Designanleihen. Auch wieder zu einem Modell von Easy. Also anscheinend haben sich die chinesischen Hersteller diese Firma gerade ausgesucht, dass hier mehr oder weniger, ich will auch hier nicht sagen Klon, aber schon ganz klare Designanleihen zum Easy Camblor. Das ist relativ eindeutig. Dieses Modell hier ein bisschen länger, auch von der Griffform ein bisschen anders. Die Schräge hier hinten, die ist noch ein bisschen mehr als beim Easy-Modell. Die Klinge hat hier vorne nochmal so einen leichten abfallenden Ton. Also es sind ein paar kleine Unterschiede da, aber ganz klar ist hier dennoch, was hier die Vorlage bzw. das Vorbild war. Ja, da müssen wir nicht groß drüber diskutieren, das war oder ist das Easy Camblor. Aber auch hier, wie beim Drachenader, wer damit leben kann, dass hier Designanleihen drinstecken, und sind wir mal ganz ehrlich, große Firmen, die sich heute großer Beliebtheit erfreuen, wie Ganzo, wie Sanren Mu, wie oft haben die Designanleihen sich in ihren Messern geleistet, beziehungsweise wie viele der Modelle, gerade bei Ganzo, haben als Vorbild irgendein großes Modell von Benchmade, Spyderco etc. Und bei SRM ist es ähnlich. Ja, also mehr oder weniger
Ich will das nicht schönreden, um Gottes Willen, darum soll es hier heute auch gar nicht gehen. Wer damit leben kann, kriegt hier ein absolut taugliches Messer. Und was ich an dem Ding auch so gut finde, wir haben zwar eine relativ kurze Klinge, eigentlich wollte ich ja gar nicht so groß ins Detail gehen, aber wir machen es mal trotzdem kurz. Eine relativ kurze Klinge, wir haben hier nämlich nur 7 cm ungefähr, aber wir haben im Verhältnis dazu einen wirklich langen Griff. Das heißt, auch für große Hände, ja, ich habe eine 10 bis 10,5, liegt hier dieses Messer, guckt sogar hinten noch ein kleines Stück raus, liegt wirklich gut in der Hand. Kann man nicht anders sagen. Vielleicht mal noch ein kleiner Größenvergleich. Ich habe mir extra hier noch zwei, drei Modelle mal daneben gelegt, also bekannte Modelle, so wie ich zumindest denke hier. Das SK09 zum Beispiel, da seht ihr, klingenmäßig sind wir da gar nicht so weit auseinander, aber der Griff schon deutlich länger. Auch nochmal hier im Vergleich zum Drachenader. Ja, also das Drachenader ist schon so mit das Größte, was ich euch hier heute zeige. Dennoch für mich immer noch eine gute EDC-Größe. Und vielleicht auch nochmal im Vergleich zum Böker Plus Kasan. Ja, also die sind schon an sich recht groß, aber für mich trotzdem noch, wie gesagt, EDC-tauglich. Und was ich halt auch dazu sagen muss, nicht nur EDC-tauglich, habe ich ja schon beim Drachenader gesagt, durchaus auch Messer, ich lasse das mal hier oben nochmal als Vergleichsobjekt liegen, durchaus auch Messer, die als Backup im Bushcraft- oder Outdoor-Bereich tauglich sein können. Warum nicht? Ja, das SDOK-EDC kommt hier mit einer Kydex-Scheide, die ist sehr, sehr ordentlich verarbeitet, Messer sitzt hier sehr sicher drin. Was mir nicht so gefällt, ist der Farbton. Also, wenn ich hier ein Messer mit einem schwarzen Mikata-Griff habe, dann wünschte ich mir auch dazu eine graue oder schwarze Kydex-Scheide und nicht diese Sandfarben. Und wenn, dann möglichst auch mit einem sandfarbenen Griff. Und was der Lars schon bemängelt hat, und das sehe ich ganz genauso, wir haben hier eine relativ schmale Klinge. Warum haben wir hier so einen Riesenmaterialüberstand? Gerade in der Taco-Bauweise kann man gut Material und Breite sparen. Gerade hier vorn dieses Stück, ja. Tut nicht Not. Stört mich aber auch nicht. Auch hier so eine Art Tech-Lock dran, wie hier beim Drachenader. Funktioniert wunderbar. Und hier liegen wir im Moment bei Amazon bei um die 32 Euro. Also wirklich ein absoluter Hammerpreis. Für ein Messer mit einer echt guten Performance, sehr stabil übrigens. Ja, wir haben hier knapp 4 mm Klingenstärke. Hinter der Phase, ich würde mal sagen, so um die 0, ja, zwischen 0,5 und 0,55 irgend sowas. Also immer noch vernünftig. Gerade für ein Fixed. Mehr oder weniger fast ein Straightback. Aber doch schon relativ stabil. Auch die Klingenspitze, das seht ihr, da kann man schon ein bisschen was mit wegarbeiten. Das hier tatsächlich, obwohl es größer ist von seiner Gesamtkonstruktion, doch deutlich filigraner, auch durch die Höhe der Klinge. Ja, also auch das Messer, wirklich eine klare Empfehlung von mir. Wer damit leben kann, dass hier ein paar Designanleihen drin stecken, genau wie bei dem, dem kann ich das Ding wirklich nur ans Herz legen. Ja, und als drittes und letztes heute das SK Wild Ones, in dem Fall hier das Borny. Ein wunderbarer kleiner Stachel, super tauglich, optisch absolut gelungen, wie ich finde. Ganz tolles kleines EDC Fixed. Wir haben hier einen 440C Stahl. Auch hier haben wir ordentlich Materialwert, also auch über 3 mm. Es müsste ja so 3,5, 3,6 mm sein. Das Ganze hinter der Phase, ja, da haben wir auf jeden Fall mehr als hier. Also, denk mal, sind hier schon bei 0,6 ungefähr, vielleicht sogar ein bisschen drüber, gerade hier vorne im Bereich des Belly. Aber tatsächlich, auch das habe ich jetzt schon eine Weile. Arbeitet sich trotzdem gut, schneidet trotzdem gut, gerade wenn es um Holz oder
Pappe Papier geht, macht sich das Ding richtig gut. In der Küche jetzt nicht unbedingt so gut, dafür ist die Klinge fast ein bisschen zu kurz und ein bisschen zu dick. Da wäre für die Feldküche eher das hier zu empfehlen. Aber als kleiner EDC-Begleiter für die, ich sag mal, alltäglichen Aufgaben des urbanen Bereichs absolut ausreichend. Wie gesagt, 440C Stahl, wunderschöner Mikada-Griff. Auch hier, wie beim Drachenader, haben wir eine Full-Tank-Konstruktion und nicht plan anliegende Griffschalen, sondern der Erl steht hier ein bisschen raus. Hier das ganze Plan beim SDOK-EDC. Hier mal im Vergleich zum SK09 und da seht ihr, hier sind wir relativ ähnlich aufgestellt, was Klinge und Griff angeht. Also doch wirklich ein eher kompaktes Messer. Auch hier verschraubt das Ganze. Hier habt ihr noch eine Möglichkeit, ein Lanyard durchzufriemeln. Hier hinten noch einen kleinen Meinungsverstärker. Passt alles. Das Ganze kommt in der Lederscheide, die ist an sich okay. Das hier ist Quatsch, das ist Murks, ja. Also da passt kein normaler Männergürtel durch. Das hatten wir ja, ich glaube, hatte ich in einer Vorstellung zu einem meiner Kudemann, was Kudemann oder Joker, weiß ich gar nicht mehr, nee, Joker, glaube ich, war es, gesagt. Also das kann man sich dann echt sparen. Dann, das ist Materialverschwendung, dann soll man das weglassen. Aber sei es drum, die Scheide an sich ist okay, die ist ordentlich verarbeitet, gefällt mir von der Farbe her, gefällt mir auch von der Haptik her, die ist wirklich schön. Und das Messer sitzt hier wirklich absolut sicher drin, das muss man hier wirklich quasi schon reinhämmern. Ja, und hier wäre es tatsächlich sinnvoll, nochmal eine Ziehhilfe anzubringen, denn das muss man hier wirklich mit ein bisschen Kraft rausziehen. Und dadurch, dass das fast komplett drin steckt, ja, muss man hier so ein bisschen friemeln. Aber es passt. Ja, und auch dieses Messer liegt aktuell bei um die 32, 33 € bei Amazon. Und das ist ein absoluter Knallerpreis. Auch hier so eine Art 3,5 Fingermesser. Wirklich ein gelungenes Modell. Schön satiniert, die Klinge. Absolut tauglich. Und im absoluten Budgetbereich, genau wie diese beiden Messer auch. Ja, also wer ein günstiges und wirklich taugliches EDC fixt sucht, für den könnte möglicherweise eins dieser drei Messer genau das Richtige sein. Ja, das war's dann auch wieder. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Reinschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.